No. Matthias von RTL. Wir sind heute auf dem Land und wir gucken uns eine Wellnessfarm für Kühe an. Ist das nicht geil? Ihr lernt gleich Linda kennen, meine Lieblingskuh hier vom Dorf. Und bevor wir in diesen Stall gehen, ziehe ich erst einmal die richtigen Schuhe an. Ja, es riecht ja ein bisschen. Landluft. Frische Landluft. Ja, okay, wir einigen uns auf Landluft. Wir stehen jetzt unmittelbar vor diesem wunderbaren Kuhstall. Das ist das sogenannte Wellness Hotel. Bleib zurück. Das ist das sogenannte Wellness Hotel. Und 30 Plätze sind leider nicht belegt. Macht nichts, die sind schon beim Schlachter. So, das hier sind meine Freundinnen Ella, Elsa, Lisa und die Elke. Und die sind gar nicht scheu. Überhaupt nicht scheu sind die. Die sind total zutraulich. Nein, das macht nichts. Das ist unser Begrüßungsritual. Ne? Ja, und du bist aber eine Süße. Ja, toll. Das, was ihr hier seht, das ist die Multi-Neu. Schrei doch nicht so. Oh Gott, ich komme wieder. Oh Gott. Das ist die Pinkelanlage. Mit sehr, sehr, sehr schönem Auslauf. Also die Kühe fühlen sich hier richtig wohl. Endlich können sie pinkeln. Ey, lässt du mich in Ruhe? Pinkeln und kacken, so lassen, wie sie wollen. So, jetzt bin ich schon hier bei den kleinen Kälbchen angekommen. Und ihr seht, das ist die sogenannte Zapfanlage. Ja, also das heißt, hier gibt es kein Kölsch. Aber es gibt ganz, 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 ganz leckere Mutterersatzmilch, richtig, Herr Eickel? Richtig. Mutterersatzmilch. Und da sind dann halt eben die Vitamine und die Proteine und die Kohlenhydrate und andere tolle Sachen drin, damit die richtig gut drauf kommen. So, und die, also ich möchte es nicht probieren, also für mich ist das jetzt nichts, deswegen genießt das einfach, wie hier die kleine Heidemarie, wie die hier gerade ein bisschen an der Zapfanlage nuckelt. Oh, wie geil. Guck mal, die säuft gerade an so einem... Ein Nuckel ist das. Eine künstliche Zitze. Hammer. Könnte ja auch was anderes sein. Aber nein, es ist eine künstliche Zitze. Das, was ihr hier seht, das ist der Senderpeiler 34. Und wenn der Bauer Eickel am Computer sieht, die 34 ist rattig, dann geht er ganz schnell zu ihr mit der Spritze und dann befruchtet er die künstlich. Also wir sind jetzt hier bei den aggressiven Kühen. Diese Kuh hier ist besonders aggressiv und das ist Red Bull. Also Red Bull, die geht doch die ganze Zeit nur an die anderen Kühen, ne? Wie heißt denn die Messer? An die Kühe. Wir einigen uns auf Kühe. An die weiblichen Kühe. Und das ist die Milch ab. Wie heißen denn die männlichen Kühe? Bullen. Also Red Bull, habe ich doch gesagt. Ja, also Bull. Wieder was gelernt. Ja. Also hier die aggressive Station und deswegen Nasenringe für besonders rattige Bullen. Wir kommen schon zur vorletzten Station hier von Wellness Hotel für Kühe. Und zwar ist es die Baby-Aufzugstation. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich hier bin. In diesem Moment, dann hier, seht ihr, diese kleinen Kälbchen sind genau 3 Tage alt. 3 Tage alte Kälbchen. Kann man mehr? Ja. Und lass uns wieder streicheln. Oh, das ist... I don't know. Mann! Was ist denn?
ich trau mich gar nicht. Ja, ich bin so gerne. Ich bin so gerne bei meinen kleinen Kindern. Nee, das wird nichts. So, das war ein wunderschöner Tag hier auf dem Land, auf dem Dorf. Dort, wo die Kühe in einem Wellnesshotel ihr Dasein fristen können. Hier gibt es keine schwarze Grippe, keine schwarze Pest aus Afrika. Den Kühen geht's also gut. Punkt. Das hier ist ein Häcksler und in den setze ich mich jetzt gleich. Und dann fahre ich noch eine Runde hier übers Land. Und bis dahin sage ich Tschüss nach Köln. Tschüss.